Wie haben es diese Witzer in eine Kinderzeichentrickserie geschafft? Here you go, Your Majesty. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir dir unsere Top 10 SpongeBob-Schwammkopfwitze, die nur Erwachsene verstehen. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste konzentrieren wir uns auf die Witze aus der Kinderzeichentrickserie, die eher für die Eltern der Zielgruppe geschrieben wurden. Nummer 10. Luftballons aufblasen. Oh, Squidward not at his post! Mit dem Essen spielt man nicht. Was tut man, um einem Kollegen zu helfen, der bei der Arbeit eingeschlafen ist? Natürlich bläst man einige Luftballons auf, die man zufällig zur Hand hat. Damit macht man ein Ballondouble vom Kollegen, welches dessen Platz einnimmt. Zumindest war das SpongeBobs glorreiche Idee, als Thaddäus die Kasse vernachlässigte. Als Kind wäre dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wie sehr die langen, transparenten Luftballons an Kondome erinnern. Die Dinger durch das Küchenfenster zu sehen, als SpongeBob sie aufbläst, ist sogar noch schlimmer. Hm, there's something missing. Nummer 9. Der französische Kitzler. She will never reach you. She must first pass through the four floors of fear. Der König des Karate. Apropos Kondome. SpongeBob und Sandy geraten auf der Karateinsel mit einem Schurken namens Kitzler aneinander. Und dieser ist zufällig Franzose. You cannot pass unless you defeat me, the Tickler, and my iron finger style. Sein Name an und für sich klingt bereits zweideutig, selbst wenn man nicht weiß, dass French Tickler eine Kondomart ist, die die Empfindung der Person verbessern soll, die, sagen wir mal, gekitzelt werden soll. Diesen Hinweis haben Kinder mit Sicherheit nicht verstanden. Aber keine Sorge, die riesigen Kitzelhände werden sie garantiert nicht vergessen. I could use a wet map. Nummer 8. Entschuldige die Krätze. Hello, my birthday cake! Okay, sie haben nicht einmal versucht, hier subtil zu sein. Der arme SpongeBob hat sich zu viel vorgenommen. Er hat versprochen, Mr. Krabs zu helfen, sein Teleskop zu reparieren, Sandy bei einer wissenschaftlichen Präsentation zu unterstützen und an Patricks Geburtstagsparty teilzunehmen und den Kuchen zu kaufen. Das Resultat ist eine Mrs. Doubtfire-Situation, bei der er zwischen den dreien hin und her rennt. Er vergisst, den Kuchen für Patricks Geburtstag abzuholen. In letzter Minute findet er nur einen mit der Aufschrift »Entschuldige die Krätze«. Für die Übertragung einer Krankheit gibt es nicht wirklich eine gute Entschuldigung. Ein Kuchen ist da also vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl, oder? I haven't got all night. Yeah, neither do I. Nummer 7. Hier liegen Quentin Tentakels Hoffnungen und Träume begraben. Erwachsensein ist schwer. Keiner weiß das besser als Thaddäus Quentin Tentakel. Thaddäus träumte davon, ein berühmter Klarinettist zu werden und nicht den Rest seines Lebens als Kassierer in der Krossen Krabbe zu verbringen. In dieser Episode durchlebt Thaddäus den wortwörtlichen Tod seiner Hoffnungen und Träume und das ist definitiv an Erwachsene gerichtet. Mr. Krabs beobachtet ihn, als er auf dem Friedhof ein Grab betrauert. Er wirft einen Blick auf die Inschrift auf dem Grabstein. Hier liegen die Hoffnungen und Träume von Thaddäus Quentin Tentakel. What a baby. Nummer 6. SpongeBobs Nase. I'm down here, sir. Die erstaunliche Anzahl an Peniswitzen, die es in dieser Kinderserie geschafft hat, könnte eine eigene Liste rechtfertigen. Hier auf dieser Liste ist die Szene, in der die Nase von SpongeBob außerhalb der Krossen Krabbe aus dem Boden sprießte. Zumindest hoffen wir, dass es eine Nase war. Auf Wunsch von Thaddäus begräbt sich SpongeBob selbst in der Erde. Und als Mr. Krabs nach ihm sucht, schießt SpongeBobs Nasenspitze aus dem Untergrund hervor. Squidward said I could help by burying myself. Die Szene ist sehr kurz, sodass es vielleicht gar nicht auffällt, dass die vorstehende Nase von SpongeBob einem anderen länglichen Teil der männlichen Anatomie ähnelt. Quit fooling and come on out. I need you to be in the commercial. Me? Nummer 5. Geldwechsel. Well, Patrick, here it is, the Palace of Pranks. Die Geister von Bikini Bottom. Wenn man von einem schiefgelaufenen Streich spricht. Als SpongeBob und Patrick einen Scherzartikelladen entdecken, gerät alles außer Kontrolle. Sie bekommen eine Dose Unsichtbarkeitsspray in die Finger und planen den ultimativen Streich. Das Problem ist, dass die Unsichtbarkeitsfarbe Flecken auf der Kleidung hinterlässt. Also ziehen sich beide aus, machen sich gegenseitig unsichtbar und terrorisieren die Stadt. Sie bekommen ihre wohlverdiente Strafe, als Mr. Krabs sie mit heruntergelassenen Hosen erwischt.
Die Farbe lässt nach und sie stehen völlig nackt da und halten einen Geldschein. Was eigentlich ein völlig unschuldiger Moment ist, sieht am Ende so aus, als wäre dieser Geldaustausch zwischen den beiden Freunden für gewisse Dienstleistungen. I know not these names of which you speak. Nummer 4. SpongeBob, Patrick und Mr. Krabs Höschenjagd. I guess you're gonna miss the panty raid. The what? Einmal wieder jung sein. Richtig gehört, eine Höschenjagd. Die meisten der schmutzigen Witze in dieser Serie sind eher zweideutig und etwas versteckt, aber manchmal sind sie einfach nur krass eindeutig. Mr. Krabs verbringt eine enttäuschende, wilde Nacht mit SpongeBob und Patrick, um sich wieder jung zu fühlen. Der Abend fängt mit harmlosem Spaß an und endet in einer kriminellen Aktion, als sie auf Höschenjagd gehen. Für den Fall, dass du dir nicht sicher bist, wovon wir reden, Mr. Krabs gibt hier eine detaillierte Beschreibung. And you're talking about raiding their dressers for their underpants, right? Oh yeah. Sie brechen tatsächlich in ein Haus ein, indem sie mit einer Leiter durchs Fenster klettern. Zum Glück bekommt Mr. Krabs, was er verdient, als sich herausstellt, dass es das Haus seiner Mutter ist. Sie liest ihm ordentlich die Leviten. Go to your room, mister. You're grounded for the rest of the night. Yes, Mommy. Nummer 3. Lass die Dublonen nicht fallen. Now, Gary, we can do this the hard way or the easy way. Or the medium way. SpongeBob wird wieder recht klar und macht in dieser klassischen Szene einen sehr offensichtlichen Gefängnissexwitz. Es ist Badezeit, aber Gary die Schnecke will nicht in die Wanne. SpongeBob versucht ihn zu täuschen. Er gibt vor, die Badewanne sei eine Schatztruhe und die Seifenstücke seine Dublonen. Look, Doubloons! Don't drop them! Wir alle wissen, was der Satz "Lass die Seife nicht fallen" bedeutet. Als also SpongeBob Gary mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln rät, die Dublonen nicht fallen zu lassen, ist diese Referenz mehr als eindeutig. Now why don't you just get in the tub? Nummer 2. Schandmäuler. Oh hey, I think I know what that means. That's one of those sentence enhancers. Unaussprechlich. SpongeBob und Patrick haben es diesmal wirklich geschafft. Auf dem Müllcontainer hinter der großen Krabbe sind Graffitis. In ihrer unschuldigen Dummheit lernen die beiden besten Freunde daher ein paar neue Wörter. Ähnlich wie Kinder verstehen sie die wahre Bedeutung dieser neuen Wörter nicht und denken, dass sie cool sind, wenn sie diese benutzen. Hello, customers! Nice day we're having, huh? Dieses berühmte Delfingeräusch der Zensur täuscht aber niemanden. Wir alle wissen, warum die Stadt so verärgert ist über die Schandmäuler der Jungs. Let's go somewhere more family oriented. Wenigstens lernen die Jungs ihre Lektion, als Mrs. Krabs es herausfindet und sie dafür bestraft. Das heißt, bevor sie sich den Zeh stößt und ihr eigenes schmutziges Vokabular entfesselt. So ein Mist. Ja! Und bevor wir unsere Top-Auswahl vorstellen, hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. This is the hardest part of every parent's life, I assume. Despite all we've been through, it was worth it. Yeah, let's have another. That's it! Patrick, your genius is showing. Where? Nummer 1. SpongeBob schaut sich Seeanemonen an. Hey, dein Schuh ist offen. SpongeBob gerät schnell in Aufregung, aber es gibt nur eine Sache, die er so angeregt beobachtet. Während er durch die Kanäle schaltet, bleibt er bei einer tanzenden Seeanemone hängen. Die Art und Weise, wie SpongeBobs Gesicht dabei aufleuchtet, ist der erste Hinweis darauf, dass die Seeanemone etwas anderes tut, als nur zu tanzen. Der zweite Hinweis kommt, als Gary auftaucht und SpongeBob den Kanal in Panik wechselt. Dabei behauptet er, dass er den Sportkanal gesucht hat. Na klar, SpongeBob, den Sportsender. Wir glauben dir ja. Ganz offensichtlich hat SpongeBob sich Unterwasserporno angeschaut. I was just looking for the sports channel, Gary. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.